Hallo und willkommen zurück zu Galactic Civilizations 3, Level 3. Ja, es geht so langsam mit dem Planeten, zumindest so weit, dass die fertig werden. Aber. Ach, da muss ich auch eine Kolonisierer hinstecken. Aber das wird auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern. Ah, den habe ich übersehen. Machen wir den erstmal wieder. Speed-Kolonisierer. So. Wait. Load. Gleichmäßig. Zack. Our shared borders are making my advisors irritable. Make sure you stay on your side. We'll take your words into consideration. So. Aber trotzdem hole ich mir jetzt diesen Planeten. Zack. Was habe ich mir jetzt überhaupt geholt? Keine Ahnung. Haunted. Okay. Was ist das? Population. Manufacturing und Research. Machen wir das mal so. Zack. Alles auf Produktion. Wieso, was soll das Ding überhaupt werden? Research 7 oder so. Können ja mal gucken. Ne. Govern. Colonies. Money, C, Production, Research 6, 7. 7 haben wir zweimal. Müssen wir da nochmal hin. Tut mir leid, aber er heißt jetzt 8. Bond 2. Das war doch der neue. Ne, das ist der. Oh, 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 das geht ja gar nicht. Research Institute. Na, sollte das wahrscheinlich auch. Ist auch schon viel Research drauf. 9. Ah ja, das Lab, das können wir jetzt natürlich einfach so. Da kümmere ich mich gleich drum. Können dann auch terraformen in dem Ding. So, der da. Eject. Quick. Piu, 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 piu. Das war wieder ein bisschen was hops gegangen. Das Problem ist halt, dass ich jetzt langsam keinen Nachschub mehr habe. Also, ich
Das ist langsam, ich habe keinen Nachschub mehr. Das heißt, ich müsste jetzt da... auch hingehen und mal irgendwas bauen, was mir helfen kann. Also nehmen wir mal Large. Erstmal gehe ich wieder in den... So, dann müssen wir hier erstmal wieder aufräumen. Delete, damit ich überhaupt noch weiß, was ich tue. Double Constructor ist Double Constructor. Der ist einfach und wird auch immer bleiben. Aber alles andere baue ich halt einmal, um das zu verheizen, das Material, und dann war's das. Oh Gott, ist das schon nervig. Prototype Scout. Ach, wir sind hier. So. New Design. Den Equip. Da sehe ich jetzt nichts. Ah, jetzt. Das funktioniert gerade nicht. Gucken, was jetzt passiert, wenn ich hier einfach was drauf packe. Nehmen wir dem jetzt noch. Da sind noch Raketen. Einfach nur Carrier. Guard macht Primary Target Interceptor. Ich könnte auch einfach alles Capital nennen. Aha. Mal gucken, ob der jetzt überhaupt... Ah, doch, da ist er. Thank you.
Idle Colony, da Research Lab. Okay, die können jetzt hier Dinger bauen. Da hatte ich mir das oben so überlegt, dass ich da das Krankenhaus hinbauen wollte. Bauen wir da noch eine Farm hin? Das ist wahrscheinlich auch nicht so super optimal, aber bleibt nicht mehr viel Zeug für Geld übrig. Ist egal. Machen wir so. Wir können aber auch noch hier dieses Engineering-Gedönse machen. Ich habe also alles nur 30. Von daher können die ja schon mal anfangen. Ne. ...24, Idle Colony. Da ist was fertig geworden. Was war das? Research. Auch 30. Guard Turn. Achso, und der kann die direkt nach Research 7 schicken. Naja, wenn meine Forschung dann mal richtig anläuft. Ah doch, 131, die ist schon ganz gut am Laufen. Da haben wir nochmal einen Planet. Oh, und da habe ich Harpoons entdeckt. Nochmal Research, was haben wir hier? Research. Das ist zwar ganz nett. Ja, komm. Müssen wir gleich gucken. Produktion, das aus. Das ist zwar Military. Na, zumindest können die ja verhältnismäßig schnell bauen. Plus Wealth. Ne, da machen wir ja Money draus. Zwei, glaube ich. Bin da jetzt nicht ganz sicher. Ja, scheint zu passen. Dann bauen wir da Wealth. Ja, wobei, hier hatten wir diesen Research-Bonus bekommen. Ah, machen wir Research draus. Da, ist ja egal. So. Die ist rushed, dann können die direkt das draufhacken.
Naja, es macht keinen Sinn, ich musste erst die... die Fabrik dann aus... machen wir so. Idle Ship, Research... Data... Das ist das Survey Ship. Jetzt habe ich den schon. Ne, habe ich nicht. So, Research. Harpoons. Choose New Tech. Jetzt können wir ja gucken, dass wir die Anti-Missile-Dinger bauen. Damit könnten wir schön wieder die radioaktiven Sachen verbrauchen. Die Antimaterie, wieso komme ich immer auf radioaktiv? Ideology. Direkt Research Points. Bam. Ja, 300 ist lächerlich wenig, wenn man 130 pro Runde bekommt. Also, nee. Aber wir bekommen ja weiterhin Punkte. Jede Runde. Das nächste kostet 55. Also spätestens 55 Runden. Aber wir werden ja auch noch einen Planeten besiedeln. First Capital Ship. Yay. Ach so, Dominator, Torturer, Skullcrusher. Solange da keine Carrier bei sind, ist das eigentlich alles kein Ding. Research. Okay, jetzt kosten die alle 45. So. Hier genau. Ach ne, wir können noch einmal Terraforming machen. Einmal den. Manufacturing. Daneben eine Farm. Ja, komm. 45 Produktion brauchen wir. So. Die da machen mir jetzt Sorgen. Allerdings, solange die keine Truppen haben, können die da sowieso nicht einfallen. Der ist auch auf dem Weg, aber der braucht natürlich auch noch Ewigkeiten. So, und die Carrier sind ja jetzt auch schon wieder überholt. Equip.
könnt natürlich hier auch. Das muss reichen. Harpoon. Wobei. Die Stinger hatten, glaube ich, gerade so gepasst. Na, das geht. Wir haben noch 4 frei. 4 reicht nicht für irgendwas. Carrier 2. Capital. User. Carrier. Delete. Zack. So, 3 Runden. Das heißt natürlich auch noch lange nicht, dass sie zu mir hinfliegen. Tun sie aber. Der hier fliegt mit. Research! Dann bauen wir doch Research-Dinger hin. Das war alles Approval. Dann bauen wir erstmal ein Entertainment Center. Bauen wir 2 Entertainment Center. Entertainment Capital. Influence Tourism. Machen wir jetzt einfach so. Dann wollen wir da noch eine Farm nehmen. Dann bauen wir erstmal Research. Wobei, machen wir das erstmal fertig und dann baue ich die dann nach. So, warte erstmal. So, Research. Research. Basic Factory Research 8. Was willst du denn da? Construct Starbase. Da könnten wir auch noch einen Planeten besiedeln, aber das mache ich, glaube ich, nicht.
Wie sieht's denn mit meinen Hauptplaneten aus? Die müssten ja. Aus Research 1 hätte ich besser auch einen Produktionsplaneten gemacht. Aber jetzt sind sie schon ganz gut dabei. Das Problem ist, dass halt jedes Mal, dass es eine Runde dauert, bis man so ein Gebäude mindestens fertig hat. So, jetzt mal Ewigkeiten. Manufacturing Capital in einer Runde fertig. Das hat leider gar keine Waffen drauf, sonst hätte das schon funktioniert. Manufacturing, Population und Population. Sollten wir die da wohl drauf bauen. Und dann bauen wir daneben ein Krankenhaus. Manufacturing. Na nichts. Sollen wir ja Money draus machen? Money 4 ist es, glaube ich. Oder aber die machen hier. Einen Population Planet. Aber ich. Breeder Planeten. Das könnten wir auch machen. Machen wir das so: Breeder. Dann versuchen wir jetzt hier erstmal die Fabriken zu bauen. Ja, ich hätte eine Fabrik rushen sollen statt die Farm. Das ist egal. So, Idle Chip. Ja, der wartet. Na, er wartet nicht. So. Prot C. Da haben wir schon so alles ausgebaut. Die hier ist Quatsch. Destroy. Dann können wir danach das hier abreißen. Und das da. Das kann ich jetzt schon abreißen. Die Durantium Refinery, da habe ich auch noch so viele quasi von. Aber die sind an in sich sind die nutzlos. Colony Unique, vielleicht sollte man davon auch eins pro. Ach so, weil wir da schon eins haben, bringt das natürlich nichts. Machen wir so. Die sind für Research da. Das ist natürlich sinnlos.
Mal sind die sowieso bei 100%. Was auch in der geringen Bevölkerung liegt. Ja, aber die können echt mal so gar nichts tun. Hyperion Shrinker, den muss ich noch irgendwo bauen. Colony. Das war das mit dem Capital. Da bauen wir jetzt. Geld Center neben, die brauchen nur 30. Forschung. Forschung. Okay. Na, wahrscheinlich ist das auch nicht das cleverste gewesen mit der Missile Augmentation, sondern wahrscheinlich hätte ich weiter Logistics erforschen müssen. No. Der tut jedenfalls nichts da oben. Doch, er kommt. Aber da kommt auch mein Schiff. Und das ist auch nicht ganz langsam. Shipyard Idle, Carrier. Weichen wir mal ein bisschen zurück. So. Die können machen. Prot 2. Die haben jetzt das Ding gebaut. Die könnten hier noch eine Solar Power Plant irgendwo hinbauen, aber da haben sie gar keine Optionen für. Dann haben die auch so nichts mehr. Bam. Fertig. Research. Temple of Enlightenment. Das ist Research Capital. Achso, die haben ewig gebraucht, um diese beiden Dinger zu bauen. Brauchen wir nur eine 30er für. Brauchen wir die direkt hinterher. Da könnten wir theoretisch auch Approval hinbauen, aber es lohnt nicht. Machen wir das. Ja. Idle Colony. Die sind auch auf 31 jetzt. Die müssten diese Dinger alle upgraden. Das heißt, die bräuchten entweder 45. Das bekommen die aber nicht. Also bekommen die stattdessen 23, um das jeweils in zwei Runden bauen zu können. Wie gesagt, theoretisch gibt es da einen Overflow. Ich nehme auch an, aber der wird halt nicht angezeigt.
dass sie dann jede zweite einfach so direkt fertig bekommen, aber man bekommt halt auch kein Feedback dafür. Research. Ja, die Research Stockets, die sind. Das ist auch Quatsch. Die kann ich abreißen, weil die schlecht sind. Das Ding kann ich sowieso abreißen. Aber wir können auch erst noch mal das da zum Beispiel bauen. Machen wir das. Terraforming Plant 45. Naja, da wird dann Research erstmal eingeschränkt. Da dürfte alles komplett auf Produktion stehen. Erwarten. Treasury. Ja, das ist ein schöner Spot. Command, Starbase. Schwupp. Mining, Mining, Bam. Wartet da einfach ab. Laboratory. 39 für. Money ist das hier. Ich habe auch einen Scheiß zusammengebaut. Research. Spaß. Weil die müssen minimal wachsen, dann sind die aber auch mit einer Runde dabei. Upgrade Starbase. D.L. Bradley, it's time you admit the might of the Eterian Resistance. We demand 298 credits from your pathetic empire. Very well. Ich dachte, das sind die Friedlichen. Wir können aber auch mal in die Timeline gucken. Faction Power. Wir sind ganz leicht am Steigen. All History. Ich denke, dass das die Truppenstärke einfach nur ist. Nee, das müsste die Military. Ja, es ist fast identisch. Economic. Population, Influence, Total Production, ja. Ja, man kann halt sehen,
wie das bei mir gerade ja fertig geworden ist und jetzt quasi auf Militär und Produktion das gewechselt ist. Auf nicht Militär und Produktion, sondern Forschung und Militär. So, der kann da quasi nichts tun. Hier haben wir noch den. Dann schießen wir den hier mal gerade ab. Quick Battle. Pew Pew! Die können sich mit dem eigentlich zusammentun. Und dann die Dinger mal abfliegen. Prot C. Die können hier so nichts mehr tun. Außer natürlich... Ja, fangen wir damit an. 45 brauchen die. Die sind auch bald fertig. Und dann können die auch hier reinstecken. Carrier bauen. Die jetzt schon nur in einer Runde fertig sind. Was bräuchte man denn, um die ganz schweren zu bauen? Wahrscheinlich ist das dann... Das ist Medium, das ist Large. Repair Drones, aha, Thulium. Self-Healing Hull, aber das ist ein bisschen weit weg. Huge ist da. Ja, aber da muss man auch erstmal hin. Age of War. Ja, das dauert schon ewig, bis man da ein bisschen weiter geforscht hat. Wobei, Runde 27. Ne? Also, ja. Money! Money, money, money! Market Center. Bam. Okay, was haben wir mit denen? Da unten hätten wir den einen. Machen wir erstmal den hier. Und die können... Das hier ist Quatsch. Money ist das. Die sind auch schon ein bisschen gewachsen, dass die ein bisschen umgestellt werden können. Das ist Research. Das ist Manufacturing und zwar ziemlich schlecht. Bisschen mehr Forschung rausholen. Das werden wir wohl nicht mehr bekommen. So, dann
Das war dieser Research-Bonus drauf. Das heißt, daneben wird man auf jeden Fall nichts bekommen. Das war Military bloß. Dann nehmen wir den als nächstes. Idle Ship. Sensor. Hatte ich den schon bewegt? Ich weiß es nicht. Den können wir stehen lassen. Turn. Speichern wir mal wieder. Siebenundzwanzig. Den können wir schon mal wieder ziehen. Treasury. So. Dann kommt jetzt quasi der Test. Bin eigentlich recht zuversichtlich, dass meine Truppe stärker ist. Muss aber nicht, wir sind nur halb so viele. Und wir sehen nichts. Victory. Kleine Kackschiffe verloren. Alles super. Bams. Naja, aber sehr viele kleine Kackschiffe verloren. Idle Colony. Prot C. Ja. Da können wir jetzt einfach alles wieder upgraden. Kostet alles 67. Research. Okay. Die haben jetzt hiermit alles zugepflastert. Ne, das hier ist auch Murks. Geht das noch weg? Das kann da bleiben. Soil Engineering, was sollte das denn werden? Money, da unten. Research. Die sind aber ganz gut dabei. Das Entertainment Center, Capital, Xenofarm. Machen die erstmal so. Gar nicht, wieso das da nochmal einen Bonus bekommt von dem, weil Growth bringt er ja gar nicht. Hier können wir jetzt jedenfalls alles mit Forschung zuknallen und das sogar runterstellen.
Research. Das Ding ist noch Schwachsinn. Das könnten wir abreißen. Machen wir da auch sowas hin. Und hier bauen wir Soil Engineering. Achso, im Moment, hier können wir erst noch das bauen. Ist noch auf Maximum. Idle Chip. Das sind alles Carrier. Missile Augmentation. Fertig. Dann wird der sich jetzt dieser Gruppe anschließen. Und dann werden die mal ein paar dieser Dinger abklappern. Choose New Tech, Fleet Logistics. Jo, dann ist es Zeit für einen Schnitt. Und beim nächsten Mal wird dann so langsam Truppen gesammelt. Aber ich nehme an, dass es noch mindestens 2 oder 3 Stunden dauert, bis das zu Ende ist. Aber ja, ich meine, das ist halt nicht besonders spannend. Es passiert halt nichts vom Gegner. Kommt hier und da mal so eine kleine Truppe an. Könnte man hier allerdings dann auch Schwierigkeiten bekommen, wenn man das halt nicht mit Laden und Speicher macht. Das hat mir in dem Level vielleicht ein bisschen gebracht. Aber ich glaube, das wäre dann auch nur eine Frage der Zeit, weil das Level halt... Also die Truppen, mit denen die angreifen, die kriegt man halt immer mit der Startgruppe schon abgewehrt. Von daher, naja. Also, am nächsten Mal geht's weiter. Bis dann!